Bein beim Rausholen ist er immer relativ stark, das wissen wir. Ja, ich beim Rausholen, sie beim Runterholen, das ist Teamwork, weißt du? So. Dabei habe ich mit ihr eben gerade gespielt und nicht du. So, was haben wir jetzt? Punkt für Punkt, Sondren. Das wird interessant werden jetzt. Den Salami-Sticks mit. Salami-Sticks, ne? Dann bringen wir irgendwas mit. Yvonne, jetzt leg doch mal die Salami, den riesen Salami-Stick weg, den du gekriegt hast. Und lass mal loslegen jetzt hier. Ja, ist ja gut. Dann bring mir irgendwas, überrascht mich. Ernsthaft? Die Clown-Karre? Das? Okay. Oh, Kev mit einem Mega Drift. Ja. In den Windschatten von Baby. Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Ich kann dir mal einen echten Clown zeigen. Also wenn ich auf richtige Hupen drücke, da klingt das aber nicht so wie bei dem... Yvonne! Meinst du, du hast wahrscheinlich noch nicht fest genug gedrückt. Tschüss, warum? Leute. Tschüss. Hä? Tschüss. Du musst wahrscheinlich wieder zurück. Ja, Karte lesen hilft, aber... Du Sackalter. Glück gehabt, ey. Der habe ich Gott sei Dank nicht erwischt. Der Typ, der hat nämlich versucht gerade mich wegzurammen, weil er noch im Clown-Ding, im Clown-Auto sitzt. Hopp, direkt, woanders hin. Ach, ja. Super. Super, ist das jetzt toll. Dass du mich jetzt quasi mehr oder weniger komplett mit zurücknimmst. Ja, ich bin jetzt wieder komplett am Start. Du hast mich komplett wieder auf die andere Seite gebracht. Ich war drüben. Ich bin jetzt vom B. Ich bin jetzt vom B. Das ist Schwanzasi gerade. Das mich jetzt gerade. Das ist der Sinn des Modus, Kev, Alter. Meine Fresse, ey. Immer nur am Rumjammern. Unfassbar. Ich bin nicht nur am Rumjammern. Doch, das ist Sinn der Sache, face to face, das fährst du hier entgegen. Meine Güte, Alter. Ich fahr trotzdem mal sie. Ah, das ist gut. Ich kann auch rausgehen, dann könnt ihr den Scheiß alleine machen. Ja. Alles gut, wenn es im Modus ist, dann ist das okay. Passt schon. Aber es bringt jetzt nicht, mich noch nachzuäffen die ganze Zeit. Ja, weil es nervtötend ist, das haben wir dir aber schon so oft gesagt. Ah, Alter! Damit wir einfach keinen Spaß haben, mal rumalbern. Das ist immer alles todernst bei dir.
Wie hast du mich so, gehört, wo du mich vorhin durch die Gegend geballert hast? Hab ich da gemacht? Hä, hey, wann? Moment, warte mal. Wann habe ich dich durch die Gegend geballert? Bei dem Ballermodus eben. Ja gut, das ist ein Deathmatch. Ja, siehst du? Oh, komisch. Oh, jetzt ist ja ist okay, Mann. Ja, ich wusste es echt nicht, dass der Modus so ist. Ich wusste es nicht. Wenn der Modus das ist, dann habe ich nichts gesagt, dann ist alles okay. Weil sonst wäre die Aktion wirklich assi gewesen. Aber okay, dann entschuldige ich mich und weiter. So, weiter. Florian! Ich habe euch beide erwischt. Ja, aber mich hast du tatsächlich echt komplett aus dem Dings aus dem Rennen genommen. Weil du mich komplett auf die andere Seite gebracht hast. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass du da oben drauf hängen bleibst. Ich habe gedacht, du fliegst weg und dann fahre ich weiter. Ich kam ja gar nicht mehr runter. Du hast mich ja, wie gesagt, du hast mich schon erhalten. Ja, aber da kann ich ja nicht dafür, dass du da oben drauf landest. Ja. Das ist es halt. Deswegen kam das Mimimi, weil mich das komplett aus dem Rennen rausgenommen hat. Nein, nein, nein! Ach, oh, scheiße! Ja, Markus, nicht jede Lücke ist Gold wert. Ja, ich weiß, man muss nicht in jeden Schlitz rein, aber ja. Wollte ich ja auch nicht rein. Das Auto ist natürlich auch noch gerade schmal genug für die ganze Kacke. Ein Boot? Achso. Ich wollte gerade sagen, ein Boot. Mit den normalen Autos würdest du da nicht reinrutschen, aber mit diesem scheiß Ramp-Buggy hier, Alter, da passt du natürlich genau in die Kacke rein. Geh mal auf mich, geh mal auf die anderen. Ich bin schon letzter. Alter! Das war jetzt so unlogisch. Das war sowas von unlogisch gerade. Alter, wieso hebelt dieses Ramp-Buggy einen tonnenschweren LKW aus, der auch eine Rampe vorne dran hat? Eigentlich hättest du wegfliegen müssen, nicht ich. Und jetzt. Alter! Verstehst du jetzt, was ich meine, Kev? Ja, ja. Eigentlich müsste es doch andersrum sein, oder? Eigentlich dürfte ich doch gar nicht wegfliegen in meinen Tonnen an. Ich hab euch alle drei aber erwischt. Wie gesagt, im Rennen habe ich nichts mehr zu melden. Da definitiv nicht. Weil ich jetzt gerade auf den LKW umsteige. Ja, mit dem scheiß LKW und dann das Kater oben drauf. Wie gesagt, einmal von B nach A zurückgebracht. Scheiße. Nein, ich kein von euch diesmal. Geh weg, Nemo. Nein. Oh, geil. Böser Markus. Scheiße, nee, sah das gerade geil aus. Hey, ich sehe wieder.
Ja? Ich seh wieder was vor mir. Licht am Ende des Tunnels. Ich seh den Krankenwagen vor mir. Yvonne hat sonst doch nicht zum Problem damit, wenn man sie so hart rannimmt. Oh. Nein! Ich bin aber fast voll hängen geblieben. Genau. Vor allem du hast mit dem Feuerwehrtruck auch noch null Grip auf dem Schnee, Alter. Du kommst nicht mehr weg, wenn du einmal stehen bleibst. Ja, ich hab. Aber das Schöne ist, Baby hat, glaube ich, mit dem Rammstoß hat die mich wieder befreit und und sich selber damit reingehängt. Na, eigentlich ist es doch andersrum, oder? Eigentlich wird doch Yvonne mit dem Stoß befreit. Und mit Schnee kennst du dich aus, ne? Ja. So geil! Das ist da gerade so hoch geflogen. Ich hab's gesehen, der hat die Bowlingkugel oben abgeräumt. Ich hab den jetzt aber schön. Ich hab den jetzt überholt. Mist. Jetzt habe ich so auf euch geachtet, dass ich wieder in den Schlitz gefahren bin. Sag ja, nicht jeder Schlitz ist immer toll. Noch ein hochgeschleudert. Komm, da kommt noch ein Feuerwehrauto. Den krieg ich noch. Ist das aber gut, Jungs? Nö. Ja, passt schon. Das ist zu lustig. War mir klar. Komm mal, da rechts, einer links, was will der machen? Oh. Na gut, das ging jetzt nicht so hoch, weil... Schade, ich dachte, das landet auf dir drauf. Nö, nicht wirklich. Alter, ernsthaft jetzt? Mit dem Golfkart. Ja, lol. Boah, die gleich die LKWs da vor uns entgegen, ne? Ja. Alter. Geh mal wieder an die Ritze. Gut, Kev, fahr du mal voraus. Mach mir den Weg frei. Nö, ich kann vielleicht noch ausweichen. Ich kriegen sie wahrscheinlich sogar. Eigentlich hat's mich gar nicht erwischt. Nein! Hör auf mit der Scheiße! Weg! Ich will nicht wieder zurück! Eigentlich hätte mich gar nicht erwischt. Danke, Kev! Schön, dass du vorgefahren bist. Freut mich. Finde ich gut. Ja, ich bin schon wieder in den Tunnel zurückgefahren worden. Eigentlich hätte er mich gar nicht erwischt, weil ich bin eigentlich noch vorbei, bin ausgewichen, aber warum auch immer, bin ich noch mitgenommen. Ah, glaub mal, du findest doch den Schlitz. Ja. Ich hab damit gerechnet, ich hab nur drauf gewartet eigentlich. Ich habe nur drauf gewartet. Ernsthaft? Hä? Jetzt ist doch mal gut, Markus! Ich find's gut. Scheiße. Irgendwas habe ich so knapp noch verfehlt.
Nein! Das ist immer noch einer der besten Modi, die es gibt. Komm her, ja. Du Assi, Alter. Aber ich hab doch hoch mit den Bäumen. Ja, ja, aber ich bin noch da auf der Strecke gewesen. Den anderen habe ich auch von bis da oben auf diese Brand geschossen. Der ist auf die Plattform, ja. Den einen LKW habe ich schon mal ausgehoben. Hey Kev. Warte, ich helfe dir. Danke. Das war jetzt nicht der Plan, ich wollte dich eigentlich mit anheben, aber ich habe dich nicht richtig erwischt. Oh, was ist denn mit der Kamera los? Ich hab den nochmal umgedreht! Ich hab den nochmal umgedreht! Du bist jetzt einer der besten Modi ever. Ja, ja, wie gesagt, tut mir leid für den Anfang. Oh, Alter, nein! Nein! Und direkt in den Weg von dem anderen LKW, scheiße. Jetzt geh wieder gerade, Alter. Musst du jetzt auf hier. Jetzt geh gerade. Dankeschön. Oh, Alter! Oh, Alter, what the fuck? Du kracht alles ineinander. Ich bin gerade komplett in das Ding reingefahren. Baby und nix, was macht ihr da? Ihr kommt auch nicht klar. Ich werde sowas in Zukunft öfter mal einbauen. Das ist geil hier. Sowas macht Laune. Da ist wenigstens was los. Gut, ich hab's. Ich bin jetzt. Hab den. Alter! Hab den, hä? Nicht. Bloß nicht in der Mitte fahren mit dem Go-Kart, Alter. Haha. Dachtest du, da hebst du mich bei dem Körper voll ab, Alter. Voll krass. Bin gerade einfach in die Luft geflogen hoch. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich riech dich schon wieder. Hast du das Ding erstellt oder was? Nein! Okay, aber es ist trotzdem witzig gemacht, wie gesagt. Zum Beispiel gleich Leute von den Anfang. Jetzt erwartet doch mal nicht so viel von mir, als wenn ich sowas ausgefallenes, elaborares hier mir ausdenken könnte hier. Weißt du, wie viel Arbeit in sowas drin steckt? Das bist du. Da hab ich gar keine Zeit für. Ich dachte, du lebst in GTA. Obwohl, nee, das ist Baby. Ah, nein, gibt doch gar nicht! Noch rüber. Jawoll! Ich hab das Kart noch erwischt. Alter, du hast nur durchdrehende Reifen mit dem Teil. Ja, ich bin aber gerade einmal rum. Ich bin aber noch einmal rumgekommen in das Ding. Ich habe quasi einmal eine Pirouette geschoben. Du hast also einmal eine Nummer geschoben? Ja, ich habe aber noch einen erwischt von denen. Ich weiß, habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht, wer es war. Ich weiß nicht, ob es Baby war. Das war der Neue. Na, nee, hier der Kollege aus der anderen Crew. Ja, der wird jetzt aber gerade komplett aufgeschnupft hier. Der wird gerade komplett aufgeschnupft. Ich hab den mit dem Kart überholt. Und der dreht sich immer noch auf den Boden. Ja, ich hab den da. Hallo, Baby. Oh, Alter. Und wo? Alter, der war immer noch da! Ich hab den komplett aus den Augen verloren! Nee, doch mal den Arsch aus dem Weg! Halt die Fresse! Der lebt unter meinem Hinterrad! Ja. Was macht der da? Der denkt bestimmt auch, Alter, was macht ihr mit mir?
Weil die scheiß Karren haben auch keinen Windschatten. Schade, ich hatte nur. Ich hatte so gehofft, dass Baby dich noch komplett aus dem Rennen nimmt. Schade, hättest du mich am Anfang nicht so weit weggehauen, wäre ich das Ding eigentlich haushoch geworden. Na, da wäre vielleicht was anderes passiert. Also. Aber der eine, der dachte, wir sind auch mit dem Kart, Alter. Wir haben den einmal komplett aus dem Rennen. Das Gleiche ist auch passiert. Das Gleiche wieder aus dem Leben gerissen. Das, vor allem, ich hab den ja auch mal mitgenommen und hab ich nicht mehr gesehen, dachte, der ist weg. Dann bin ich in dich reingefahren, auf einmal kommt der wieder rausgeploppt aus dem Nichts. Hm. Alter, hier gibt's so viele Highlights fürs Video zum Zusammenschneiden, so geil. Oh. Das rennt, wie du mich durch den Zaun gebrettert hast vorhin, ne? Nachher geht dann Yvonne wieder in die andere Crew. Genau, siehst du, und dann kommt dann, die haben mich nur in die Mangel genommen, die haben mich überall hingeschubst und sie